Wir sind wieder zurück im Untergrund, wo wir unsere politischen besprechen. Oder jetzt nicht mehr Und eigentlich, unsere ne? politischen was? Discord war wieder Achso, bezahlt von der Opposition. wir machen. Wir schaffen Lösungen bei Ecke. Richtig, Lösungen und natürlich auch Arbeitsplätze. Beurlaubte. Also echt gute Ideen, gute Chemie in der letzten Folge, muss man einfach sagen. Da kann man noch ein bisschen aufbauen. Vielleicht brauchen wir dahingehend wirklich mal ein Parteiprogramm. Ich glaube auch. Ich glaube auch, besser wäre das wohl. Und Wie nennen dann. wir uns denn? Das ist schwierig mit dem Es, es Parteinamen muss immer, ja ne? was, es muss ja was, es muss ja was für auch natürlich fürs, hört sich jetzt natürlich doof an, aber es muss ja was fürs gemeine Volk sein. Guck mal, die AfD hat jetzt Alternative für Deutschland, ne? Also Leute, die einfach gefrustet sind, denken sich, oh, das ist eine Alternative, weil steht ja dran, muss ja so sein. Politiker, die können ja nicht lügen. Richtig, richtig. Das ist einfach, ja. Also vielleicht, nennen wir es einfach. Ich weiß nicht, irgendwas, was alle beinhaltet oder alles für alle. Die AFA. Oder? Was wollen die Menschen? Arbeit. Mit was sind sie zufrieden? Mit nichts. Was will der Mensch? Er will immer alles. Also machen wir einfach alles für alle. Vielleicht. Das war eine AFA. Ja, doch, das ist. Oder, Das oder. ist. Das klingt perfekt. Oder wir nennen sie einfach Voice of Germany. Dann gucken da auch alle ins Parteiprogramm. Voice of Germany, also VOG. Genau. Und das Parteiprogramm, machen wir das Design einfach. Ganz ehrlich, wer liest denn heutzutage noch Parteiprogramm? Macht auch keine Sau. Wir designen das einfach wie die Promi-Flash. Ja? Und dann schreiben wir auch oben drauf irgendwie die 10 schönsten Gurkenrezepte und was wölbt sich denn da unterm Pulli? So, und dann lesen das auch alle. So. Was wölbt sich unterm Pulli? Oh, es ist ein Gesetzbuch. So. Ja, das ist doch geil. Ja, dann würde Politik auch endlich mal wieder Anklang finden in Deutschland. Richtig. Dann Wenn man ist das mal so angeht. Politik, wie es so schön heißt, endlich wieder in der Mitte der Gesellschaft angekommen. TM. So. Voll geil. So, ich glaube, wir müssen nach hinten bauen, oder? Wie hast du dir das gerade vorgestellt, ganz kurz? Ich weiß, ich hätte jetzt einfach weiter in die Richtung, wo wir noch ein Lager daneben bauen, aber wir können auch nach hinten bauen, mir ist das egal. Ich hab so gedacht, dass die Straße halt dann durchführt irgendwie. Wir können hier natürlich auch noch was machen. Aber ich habe gedacht, dass die Straße einfach geradeaus durchführt, dass man nur geradeaus gehen muss und dann sind links und rechts Achso, Lager. ja. Theoretisch wird aber auch nach links und rechts gehen natürlich. Nee, geradeaus ist natürlich easy. Links und rechts ist nur schwierig, weil links ist dein Haus. Oh. Und du willst natürlich die ganzen Abfälle nicht unter deinem Haus haben, sondern nur unter dem Haus steuerzahlender Bürger. So. Irgendwie Angst, dass ich den Karren in den Garten schüttel, also schmeiß. Also deswegen hast du ihn oben gelassen. Ich hab einen oben gelassen, dass meiner nicht auf deinen rollt und der dann runterrollt. Ah, okay. Geht aber, glaube ich. Und mit den Steinen kann man die auch mal schnell irgendwo hinpacken, die Steine. Aua, aua, aua. Ich habe übrigens bei dir So. zu Hause Steine angepfeffert, ne? Oh, das ist gut, danke dir. Ich überlege gerade, wenn im Pott jetzt die ganzen Kohlebergwerke dicht gemacht werden, ne? Ja. Warum nicht einfach einen, nennen wir es mal, ne, wir haben ja auch viele jugendliche Straftäter heute mehr denn je. Ja? Und dann kann man doch den Platz einfach, der da jetzt einfach noch übrig ist. Uah! Ich bin gerade durch die Decke geflogen. Hast du es gesehen? Ich bin gerade durch die Decke geflogen. Voll geil. So. Aber den Platz kann man noch nutzen. Und dann schreibst du einfach Freizeitpark drüber oder Feriengemeinschaft. Und dann schickst du diese ganzen straffälligen Jugendlichen, schickst du einfach noch unter die Erde, wirfst den Schlüssel weg und dann hat sich das Problem auch erledigt. Ja. Und das Schöne ist, im Ruhrpott, wo der Boden wirklich sehr stark belastet ist und so weiter, wenn die erstmal weggammeln, dann haben wir auch wieder Nährstoffe im Boden. Das sind zwei Fliegen mit einer Klatsche, Das, Alter. ja, das ist Win-Win, Alter. Das ist Win-Win. Es ist so einfach. Die machen sich's doch einfach nur schwer. Ja, das denke ich eben auch. Sie sagen können, sie haben hart gearbeitet. Und das muss doch nicht sein, Tobi. Das muss doch nicht sein. Hast du bei mir den Stein schon verarbeitet? Ja, ne?
Ja. Zu Mortared Stone. Hab mich gerade gewundert, warum da so viel Mortared Stone drin ist und so wenig Stein. Super. Alles schon fertig, hör mal. Super, danke dir. Perfekt. Wenn nur jeder so mitdenken würde. Dann wäre Deutschland ein besserer Ort, ja. Ja, richtig. Heal the world. Make Deutschland a better place. Das ist unsere Parteihymne. So. For you and for me and the entire human race. Ich habe gerade noch überlegt, ob das rassistisch ist, aber es betrifft ja wirklich... Es sagt ja aus, die menschliche Rasse. Hm. Wobei wir uns dann... Also, in dem Fall hebst du dich ja schon so ein bisschen hoch dann, oder? Wieso? The entire human race ist eigentlich... For you and for me und für die gesamte Menschheit. Also dich, also du und ich und die Menschheit. Ja, ja, aber also, das Du impliziert ja quasi jedem, der das hört, ist ja damit gemeint. Ach so. Okay. Das ist schon okay. Das ist schon okay. Ist so ein bisschen 70er Jahre Hippie, ne? So ein bisschen die Aussage. Naja, es ist einfach der Wunsch nach Weltfrieden. Den haben wir ja alle. Hm. Außer die Waffenindustrie natürlich. Aber die haben ja zum Glück die Lehrer als Abnahmequelle. Das ist also auch schon mal gesichert. Finde ich gut. Ich finde auch, eigentlich sollten Doktoren auch alle mit Knarren rumlaufen. Falls im Krankenhaus mal, könnte ja auch jemand kriminell sein. Ja, da bin ich aber auch voll auf deiner Seite, weil stell dir mal vor, da kommt jemand, der vom Ball wirklich, also vom Auto und von richtig hart gezeichnet einfach ist. Mhm. Und der vielleicht einfach wirklich nicht mehr leben will. Ja, ja, das kann sein. Menschen werden ja heutzutage einfach an Geräte gehangen, obwohl sie es vielleicht gar nicht mehr wollen, aber man darf es. Richtig, das ist ja auch noch so ein großes Problem tatsächlich, so aktive Sterbehilfe und so, ne, das sind alles Sachen, die kann man im Programm angehen. Deswegen einfach dem Doktor oder vielleicht auch den Krankenfahrer, also Krankenwagenfahrer, und so einfach da rein die Hand. Richtig. Und wenn die am Unfallort schon sehen, ach, das ist nicht mehr, dann ja, einfach ja gut bei denen. Wie beim Pferd einfach, wie beim Pferd. Ja. So, la 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 la. So, ah man, ja, richtig schön, weißt du, richtig schön auch mal ehrliche Arbeit machen, Steine kloppen. Ja, absolut. So. Warte, ich fahr deinen Wagen gerade mal hoch und fahr meinen runter. Achso, ist meiner voll? Ja. Ah klar, nice. Das gefällt mir gut. Komm, ich bimse dir da gleich was rein. Geil. Oh, unauthorized. Alles klar. Warum ist das so? Ich hab das nicht eingestellt. Keine Ahnung. Ich glaube, wenn man die abbaut und irgendwo anders hinträgt, dann sind die wieder unauthorized. Ein Scheiß, ey. Ich verstehe es ja auch nicht. Ich mach den anderen mal leer. So, ding, ding, ding. Muss mal eine Spitzhacke machen. Ich werde Lea. Prinzessin? Ja. Und ehrlich gesagt, so, ne? Also ich meine, wir leben in Deutschland und da sind Minister und da ist ein Kanzler oder eine Kanzlerin und Leute sind gelangweilt davon. Also nicht gelangweilt, sondern die haben halt die Faxen dicke. Es passiert nicht mehr genug. Es ist nicht mehr abwechslungsreich genug und ganz ehrlich, die nächste Kanzlerdebatte, ja, wir müssen eine gemeinsame Lösung finden. Kennen wir alles schon, haben wir alles schon gehört. Wir werden das auch anders machen. Wir nennen die Posten aber auch anders, zum Beispiel. Statt Kanzlerin könnte man jetzt zum Beispiel auch sagen Prinzessin. Verstehst du? Ja. Man kann es auch nennen, wie man will. Das ist wie in einer Firma, ja, mit den Postenbezeichnungen. Kanzler ist auch so, pff, Kanzler. Hört sich an wie Kassler. Wie so ein Braten. Das will ja keiner. Weißt du? Und dann stattdessen macht man einfach wieder so klassische, es muss ja jetzt nicht irgendwie, huch, es muss ja jetzt kein König an der Macht sein, aber man kann doch einfach mal, die Merkel würde sich doch bestimmt auch besser fühlen, wenn man sie Prinzessin nennt. Ja. Gut, den Turm würde ich gleich doppelt abschließen, klar, aber darum geht's ja jetzt gar nicht. Hm, interessant. Ja, allgemein wäre Liebe in den Bundestag auf jeden Fall. Das ist wichtig. Ja, das so, auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Bisschen familiäres einfach. Und mehr Liebe und dann noch in so ein WWE Catch-Ring. Ja, auf jeden Fall. Am besten mit Herrn Altmaier als Champion. Mit so einem Gürtel, den er hochhält, immer vor jeder Runde. So. Ja, ja. Ich freue mich einfach, dass wir so lösungsorientiert arbeiten. Ja. Wir haben jetzt in der letzten Folge und in dieser Folge haben wir einfach so viele Lösungen auch für Deutschland anzubieten. Also ganz ehrlich, finde ich schon sinnvoll. Gibt es noch eine Problematik gerade? Ja, viele sehen ja Alkohol als Problematik, aber ich finde auch, dass man Alkohol, wenn die Leute hinterm Steuer sitzen,
legalisieren sollte, meiner Meinung nach. Weil die, also die Autofahrer in Deutschland sind ja sehr aggressiv. Richtig, ja. Das ist wahr, ja. Und wenn man Alkohol trinkt, ist man in den meisten Fällen, also ich kenne zumindest niemanden, der dann aggressiv wird. Ja gut, beim Fußballspielen und so, das ist schon bekannt. Ja gut, ob das nur der Alkohol ist, weiß ich. Vielleicht sollte man einfach, um dem Alkohol entgegenzuwirken, der Aggression durch Alkohol, sollten die Leute vielleicht einfach kiffen. Dann hebt, sie, so. Dann hebt sie das auf und der Gemütsstatus ist neutral. So, ja. Und wieder eine Lösung gefunden. Wieder eine Lösung gefunden und wieder gut für die Wirtschaft. Ja, das stimmt. So. Also, puh. Es ist so einfach. Es könnte so einfach sein. Ich habe gerade noch gedacht, Alkohol, man sollte Alkohol am Steuer legalisieren, aber das muss ich zurückziehen, wenn man nach näherer Betrachtung, weil ich habe zuerst gedacht, wegen Darwins Gesetz, weißt du? Die sortieren sich direkt selber aus. Das geht ratzfatz und schon ist die Tabelle wieder neu gemischt. Das Problem ist aber, dass die manchmal andere mitnehmen. Ist halt doof, wenn so ein Besoffener dann so einen Schulbus umfräst, willst du halt auch nicht. Nee, nicht wirklich. So, ich bringe kurz Steine weg, weil ich muss meine Spitzhacke eh reparieren. Ja, ich glaube, du kannst sogar Pause da unten machen, weil ich glaube, dein Ding ist voll. Oh, okay. Okay. Mein Alkoholpegel und ich fahre hier gerade mit meinem Karren. Wo ist der nächste Schulbus hier? Sag mal. Ja, und Polizei drauf. Weißt du? Ja, natürlich. Meinst du, wenn ich mir Polizei auf die Karre halte, jemand hält mich auf? Nee, natürlich nicht. Eben. Du bist ja Gesetzeshüter. Ich bin ja ein Diener der Staatsgewalt. Quasi. So. Finde ich schwierig, den Staat mit einem Wort wie Gewalt zu belasten. Finde ich, ne? Oder zu assoziieren. Finde ich schwierig. Natürlich soll man den Staat respektieren, aber es darf ja keine Angst, es darf kein Respekt aus Angst sein. Ist auf jeden Fall diskutabel, da gebe ich dir vollkommen recht. Ja. So, ich mach mal eben neuen Stein. Normalerweise haben wir dafür ja immer Gefängnisse. Aber die fehlen hier bei Eco leider noch. Oh Mann. Darf man eigentlich keinen sagen, was wir hier so ver... Ach Quatsch. Wir sollten es versuchen geheim zu halten. Hier hört ja eh niemand zu. Ja, das stimmt. Ja. Und außerdem, wir suchen ja eine Lösung. Das kann uns ja keiner, also das kann einem ja keiner krumm nehmen. Nee, das stimmt. Es müssen keine guten Lösungen sein, aber wir bemühen uns immerhin. Ja, das stimmt. Was mache ich mit dem ganzen Sand da eigentlich, Tobi? Du wolltest doch Sand haben. Wollte ich Sand haben? Ja. Den kann ich mir gleich gerne holen. Ja. Dann kann ich da Glas draus machen, das du dann auch gerne haben darfst. Na, das ist immer gut. Oh, hier unten ist noch Stein, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, das ist schon fertiger Stein. Hey, wieso? Ah, was ist los, Tobi? Ich muss in die andere Ecke reinziehen. Oh, das ist nicht gut. Hab ich voll verbesselt gerade, ne? Oh, man, wenn das passiert, ne, dann pass mal auf, du. Da denkst du auch nicht immer dran, ne? Da kommst du vom Hundertsten ins Tausendste, ja? Und dann ist der Tag rum, ne? So. Das ist falsch. Das ist dann der Dialekt, der hier in Deutschland nur noch gesprochen wird, wenn wir in der Macht sind. Boah, ja, wenn alle in Deutschland diesen Hamburger Dialekt hätten oder den sächsischen, dann wären wir ein viel lustigeres Völkchen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Einheitsdialekt, finde ich ganz wichtig. Ja, dann ist aber kein Dialekt mehr, ne? Das ist ja Einheit nur noch. Das ist dann der deutsche Dialekt, Erik. Ach so. Der ist das. So wie früher in der Wochenshow geredet wurde, meinst du? Mhm. Okay, ja gut. Ich finde es schon wichtig, dass wir eine Einheit bilden. Ein strenger Wind zieht auf. So. Wir müssen in diesen kalten Zeiten näher zusammenrücken. Ich darf nicht zu sehr nach Hitler klingen, aber der hat natürlich auch diese Sprache. Der Hamburger Dialekt gehabt. Der Hitler hatte einen Hamburger Dialekt, genau. Ja, und nee, dann tun wir da mal die Gasbuddeln hin. So. Das war, genau so war das damals. Sehr geehrter Jude, bitte mal rein da, ne? Also, Alter. Was denn? Alter, hier kommen sie in die Hölle. Es waren halt eben jüdische Menschen, der kann da nichts für. Haha, Hamburger Hitler. Ach, jetzt verstehe ich das. Ach, krass. So, wollt ihr den totalen Krieg? So.
Oh, ich krieg bestimmt wieder Mahnfinger, dass man so. Ach so, wirklich? Komisch, warum nur? Da heißt es wieder Holocaust-Verleugner Tobi, Alter. Hä? Was hat das damit zu tun? Ja, das hatten wir schon mal gehabt. Der soll freundlicher heißen, der ist jetzt Holocaust. So. Ja, ich bin jetzt der Verharmloser wahrscheinlich. Ja. So. Oh Mann. Mist, ich krieg meinen Karren nicht aus dem Dreck. Das bezeichnet die deutsche Politik. Okay, jetzt habe ich es doch geschafft. Wie kommst du ausgesprochen hast, Erik? Sehr gut. Ja, wahrscheinlich ja. Weil man aber die Dinge beim Namen nennt und dann nach Lösungen sucht. So. Und ich gehe auch mal in den Untergrund und mache mir die Hände schmutzig. Ja. Während ich am PC sitze und spiele. Ja. Aber du machst was wenigstens, weißt du? Ja, ja, natürlich, natürlich. Oh, was ist denn hier passiert? Das ist nicht gut. Das muss so. Glaube ich. So. Und natürlich komme ich mit dem Karren jetzt gar nicht. Okay, das muss ich anders machen. Jetzt komme ich hier nicht hin wegen dem blöden Busch. Du kannst doch Samen aus Büschen holen. Hm? Ja, kommt drauf an, was für Büsche. Ist das so ein Baumbusch? Ja. Da kriegt man keine Samen draus, leider. Also das ist von einem Baum halt so ein Büschel, ne? Ja, genau. Da kriegst du nichts raus, leider. Kriegst nur Samen aus fertigen Blättern. Der ist noch, der ist noch zu jung, um Samen zu tragen. Ach so. Zack, einfach weghauen. Ja, geil. Genau. Das sind Problemlösungen. Einfach draufprügeln. Ja, weghauen halt, ne? Weghauen. Und das habe ich halt auch gelernt. Das habe ich auf Facebook gelernt. Wenn es Probleme gibt, einfach mal wegprügeln. So. Oder... Wie es bei mir in den YouTube-Kommentaren stand, ich zitiere, man sollte mich mit den Juden an die Wand stellen und erschießen. Ja, das stand bei mir in den YouTube-Kommentaren. Und ich bin sicher, das war konstruktive Kritik. So. Ja, dann ist das aber auch okay, wenn das da stand. Oder vielleicht muss ich es anders formulieren. Man sollte dich mit den Juden an die Wand stellen und einfach mal... Ich weiß nicht, was ist das Hamburger Wort für erschießen? Da gibt es noch was Schöneres. Ich habe keine Ahnung. Ein Blautböhnchen in die Stirn. Ich weiß es nicht. So. Hat sie den Kommentar übrigens gemeldet, in der Hoffnung, ne, wegen rassistisch und hier bla bla bla. Aber der wurde natürlich, rate mal, ob der gelöscht wurde. Ach Quatsch. Ich bitte dich, das ist doch um Gottes Willen. Ist doch noch fernab davon. Das ist schon ein bisschen witzlos, Erik. Ja, Entschuldigung. Ich wollte es mal probieren, just for fun. Ich habe jetzt keine Erwartung gestellt. Mist, ich habe Erde. Was mache ich jetzt mit der Erde? Oh ja! Brauchst du Erde? Nein, aber ich kann den Schmiedeofen benutzen. Oh oh. Wartest du auf mich? Ja. Ich will auch sehen. Ja, ja. Ich will auch sehen. Aber ich muss noch ganz kurz irgendwie Erde loswerden. Ich habe tierischen Hunger. Jetzt RL oder Ingame? Ja, ja. Ja, RL. Ach so. Aber du hast doch sonst immer was zu essen da, Tobi. Ja, das ist ein Witz. Das ist schon jetzt das Erschrecken, ne? Das ist, also ich bin... Was ist aus mir geworden, Mann? Ja, Mann, du bist nur ein Wrack. Ein Schatten deiner selbst. Genau, wollte ich gerade sagen. Schatten meiner selbst. Fürchterlich. Armer Tobi. Was wollte ich hier gerade? Ah ja, du hast Eisen, ne? Ich nehme... Ja. Kopper. Okay, ja gut, dann jetzt muss ich da Erde reintun. Das hilft nix. Iron Ore! Eisen, nimm ich. Eisen. Erst dann ist es das Eisen. Beste Werbung. Ja. Das stimmt. Erst wenn 1000 Affen Abgas inhalieren, dann ist es das Auto. So. Na ja, gut, aber... Tut mir leid, aber da muss man jetzt mitleben. Ja, ne, ich sag da nichts gegen. Ich sag da nichts gegen. Also. So. Bin ich voll bei dir. Sehr gut. Ja, bist du ja vielleicht bald, ne? Führerschein läuft da ganz gut. Ja, das stimmt. Also, ich sag noch nichts. Ich mache hier noch kein Fass auf. Aber vielleicht könnte es sich ergeben.
Alter, da mit dem Harveys Kuh hier. Geil. Boah, das ist ja so mega. Können wir Pimmelfechten machen? Ja, endlich. Das wollten wir schon die ganze Zeit machen. Als Multi. Gut, mit Palm wird schwierig. Die hat so ein, hat dann wahrscheinlich so ein Strap-on und macht uns alle kalt. Der Grando Elefando. Oder die Black Mamba oder so. Das Obama Strap-on. Ja gut, das ist grauhaarig und traurig. Weil die Politik ihn kaputt gemacht hat, deswegen natürlich. Ja. Aus keinem anderen Grund. Das stimmt. So. Okay, ja, ich brauch dann... Achso, das kann ich ja hier nochmal schnell machen. Ich komm gleich rum, Tobi. Ich wollte dir ganz kurz im Keller noch schnell die Wände fertig machen. Ach, den Boden habe ich auch noch nicht gemacht, naja. Ja, ach, den Boden muss ich auch noch machen hier bei der Schmiede. Naja, aber erstmal Fett schmelzen. Ja, natürlich. Ich mach nur schnell die Wände hier fertig. Dann kann man ein fettes Sawmill bauen. Oh, was ist denn hier? Ich hab einen geilen Grafikfehler, da kann ich durch die Welt gucken. Cool. Lass es. Nee, ich hab nur geguckt, ich hab nicht angefasst. Huch. Du wirst es bereuen. Hab nur geguckt, ich hab nicht angefasst. So. Wie bei der Hamburger Straßendürne, ne? Nur gucken, nicht anfassen. So. Gut, Tobi, ich komm mal rum. No. Was passiert da gerade? Nee. Was isst du denn da? Was isst du denn jetzt wieder? Lays. Ach, Alter, ey, mit deinem Lays, ey. Was soll das? Was soll das? Zu einer Betrogenheit hätte ich vielleicht nichts gesagt. Okay. Bist du bereit? Boah, sieht schnuckelig aus hier, ja. Ja, hier passen auf jeden Fall noch zwei, drei andere Sachen. Ja, so ein Tischchen und bla. Aber erstmal würde ich einen Boden machen. Aber ja, schmeiß mal an das Ding. Ich hau mal an das Ding. Was brauchen wir? 20 Eierrohre? Ja, geil. 20. Und der Auspuff ist oben oder was? Also der... Ich gehe davon aus, oder? Oh, okay, man sieht aber gar nicht. Ich hoffe, die kriegt später noch eine Animation, dann leuchtet wenigstens oder so. Ja, ich bin jetzt auch ein bisschen enttäuschend. Ja. Aber guck mal, wie schnell das geht mit dem Eieren, Alter. Oh, nice. Es geht zack, zack, zack. Boah, geil. Okay, ich guck mal ganz kurz nach draußen. Was sagt die Luft? Ich sehe kein Abgas. Oh, du hast sogar ein Steindach. Geil. Du hast sogar ein Steindach gemacht. Ja. Sieht sogar ganz gut aus, aber ich glaube, bei mir fürs Haus ist das zu dunkel. Ja, mich hat auch ein bisschen angenervt, dass das so dunkel ist. Ja, also für die Fabrik ist das super. Ehrlich gesagt sieht die Fabrik ein bisschen aus wie ein Schulgebäude und das gibt mir zu denken gerade. Aber sie ist glücklich, Erik. Sie versprüht glückliche Gefühle. Apropos, ja, pass auf, Tobi. Wenn das so ist, ich bin gleich wieder da. Mhm. Ich möchte dieser Fabrik auch etwas kredenzen. Gerne. Dann, das müsste hier gewesen sein. Hoffe ich. So, da. Hä, das war nicht... Doch, da. Ich mach einfach mal, was Spaß macht. Ritze, Ratze, Mieze, Katze. So, Tobi, ich bin gleich da. Mhm. Moment. So, ich nehme das hier mal dahin. So, huh. Komm mal. Ja. So. Ich hoffe, das ist richtig rum. Da! Natürlich nicht. So. So, okay. So, und wieder was Gutes getan. Mhm, warte, ich gucke. Ja. Oh, nice, mit dem Amboss und so, auch geil. Cool. So, warte. Ja. Oder? Ja, so. Denn, und die Ohren sind unsere Kinder einfach. Ja. Unsere Kinder sind unsere Zukunft, weil die für uns Metalle herstellen.
So, schön. Das ist doch schön. Schnuckelig. Oh, nur noch Licht hier drin. Ja, das stimmt. Eigentlich sollte der Ofen hier glühen, aber gut. Ja, wir stellen uns aber vor, er glüht. Ich stell einfach 10 Fackeln hin, dann siehst du auch. Boah, wie das leuchtet. Aber cool. Jetzt kann ich eine Sawmill anmachen da oben. Kannst du dir gleich richtig schöne Regale bauen. Ah ja, Sawmill wollte ich mir auch noch bauen. Ja, ich baue dir einen. Ich wollte mal so einen Holzbastelraum hinbasteln. Irgendwo. Ich weiß noch nicht genau wo. Das Dach wollte ich auch noch machen. Aber Mann, es ist so viel auf einmal immer. Das ist unten an dem Anvil, scheiße. Oh, unten brennt die ganze Zeit das Ding. Ich mach das mal aus. Das Ding. So, Schlafzimmer wollte ich auch nochmal machen. Gut, wenn ich das mit Holz mache, dann kann ich jetzt auch ein bisschen Holz verbrauchen. Ich teste mal ganz kurz, ob ich oben ein Dach bauen kann. Mit Holz? Mit Holz, nicht mit Stein, das sieht zu komisch aus, sieht zu dunkel aus, finde ich. Oder? Das weiß ich nicht. Ich glaube das schon, Tobias. Okay. Ja, natürlich, das ist okay für mich. Dann ist es ja gut, Tobias. Da freue ich mich, dass wir das gleich sehen. Es ist gut, etwas gleich zu sehen. Was? 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 So, okay, wie komme ich da nach oben? Kann ich jetzt einmal hier... Lebe deinen Traum, Erik. Hm? Was? Oh, jetzt brauche ich eine Kiste, Mann. Das ist manchmal so ein Krampf. Ja, Tobias, das ist es. Wieso sage ich jetzt Tobias, Alter? Das ist ja ekelhaft. Nennt dich überhaupt jemand Tobias? Zu Hause oder so? Nee, überhaupt nicht. Die sagen alle Schwobi, ne? Ja, oder Arschloch. Eisbärde, komm ran. Schwabbel, komm her. So die Nachbarn einfach, die kennen dich gar nicht so. Ach, guck mir wieder an, den Fettsack da drüben. Guck mal, was er schon wieder macht. Der geht schon wieder vom Bäcker nach Hause. Hier, Schwabbel, willst du den Rest von meinem Knoppers fressen? Ich hab keinen Hunger. Oh ja, sie einfach. Okay, ist das die Mitte hier? Ja, das ist die Mitte. Wieso kann ich das nicht placen? Oh, Entschuldigung. Hä? Place? Ich kann das nicht. Hä? Sag mal, ist der Server gerade weg? Ich hoffe nicht, ich brauche eine Kiste. Ich habe gerade Sachen geplaced, die sind einfach verschwunden. Nichts. Und die sind jetzt nicht mehr da. Ich habe halt sau viel Stein verloren dadurch. Komplett verloren? Hier unten kann ich's bauen. Da oben aber, ja, das ist einfach verschwunden. Jetzt ist wieder da. Hä? Ich habe einen Bug. Ich kann hier oben nicht bauen. Also ich kann jetzt kein Schrägdach bauen, weil ich hier keine Wand bauen kann. Wenn ich das weghaue. Ding, 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 ding. Hä? Ich verstehe das nicht. Das ist die Wand, ja. Hä? Ich raff das nicht, Tobi. Hier kommt die Wand, hier kommt die Wand. Sie weiß auch allerhand. Gibt es hier vielleicht eine maximale Baugröße, aber doch nicht so? Die habe ich doch noch nicht erreicht, oder? Oder sind wir hier auf dem Berg und deswegen geht es vielleicht nicht? Nee, glaube ich nicht. Also maximale Bauhöhe, meine ich. Aber ich kann hier oben nichts mehr drauf bauen. Also ich bin... Vielleicht bin ich ja schon auf dem Maximum. Da wird das aber ein sehr kleines Erdgeschoss. Sehr kleines Dachgeschoss, meine ich. Meinst du, dass das schon vorbei ist dann? Nee, glaube ich nicht. Ich weiß es halt, aber die Bäume sind höher. Eben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das schon zu Ende ist da. In der Höhe. Ja, vor allem, da ist ja auch das Meer. Wir sind gar nicht so hoch. Also. Aber ich kann hier nirgendwo mehr was anbauen. Ich leg das mal ganz kurz dahin und nehme mal hier. Ein schöner Tag.
auch das... Oh, geil, jetzt ist ganz weg. Hä? Not enough room in inventory. Okay, jetzt bin ich gebuggt oder was? Ne, jetzt habe ich wieder 4. Okay. Nö, ich kann bei mir da oben nicht mehr hinbauen. Ich weiß nicht warum. Das ist doch voll bescheuert. Jo. Jo. Wenn ich jetzt auch mal testweise hier so ein bisschen was nehme und dann einfach mal hier random nach oben baue. Ne, hier geht's. Boah, geil. Oh, ich brauche einen Turm. Das sieht voll geil aus, wenn man sie nach oben baut und siehst übel nur die Erdkrümmung von der Scheibenwelt hier. Boah, das sieht voll geil aus. Bist du gerade ganz oben? Ja, ja, ja. Was passiert, wenn ich unten den Stein wegkloppe? Ich glaube gar nichts. Okay, schade. Boah. Ich muss mal ganz kurz den Sonnenaufgang betrachten. Ah, ja, natürlich. Tun, da startet Zormel. Ja, blend doch jetzt Text ein, wo der Sonnenaufgang kommt. Ja, klar. Die Wirtschaft muss weitergehen. Das ist unser... Von AFA ist das unsere... Ne? Ja, ja, aber ich teste gerade Solarenergie. Ach so, indem du dein Gesicht in die Sonne hältst. Richtig, ich gucke, ob mir das neue Energie gibt. Erneuerbare Energie, meine ich, in meinem Körper. So. Okay, so viel Zeit muss gerade mal sein. Oh, das sieht jetzt schon so schön aus. Boah. Ja, nice. Wenn man hier oben steht... Ich glaube, du kannst ein Massenmörder sein, du kannst der schlimmste Mensch der Welt sein. In diesem Moment hier bereust du nichts. Das hört sich jetzt falsch an, aber ich glaube, ich wollte damit sagen, in diesem Moment vergisst man einfach alles. Satan könnte hier oben stehen und er würde nichts bereuen in dem Moment. Meinst du? Naja, er steht gerade unten. Was? Was? Ja, sieht aber schon cool aus, oder? Das sieht sehr geil aus. Vor allem, weil die Welt halt auch so leicht krumm ist, ja, wie du schon sagst. Ja. We take you up where you belong. Das ist so schön. Ne? Alexa, starte Furzgenerator. Mir selbst ist das unangenehm, darum starte ich den Skill-Pups-Generator. Entschuldigung. Hat sich voll nicht gelohnt. Alexa, starte Pups-Generator. Schön romantischer Augenblick. Wie geil, dass sie das halt auch ohne Worte macht. Das finde ich gut, dass sie das ohne Worte macht. Gut, jetzt aber weiter im Programm. Jetzt habe ich schon lange genug. Weiter im Programm, Folge beendet. Das bringt mich wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Schade. Ja. Da bin ich wieder. Ja, du bist doch nicht ganz unten. Jetzt bist du am Boden. Jetzt bin ich wieder am Boden. Auf hartem, kalten Stein, Erik. Ja. Die Krümmung oben ist, glaube ich, ja, ist echt nochmal was kräftiger, wenn man oben ist. Ich frage mich, wo man sich bauen kann. Bis in den Weltraum und dann bis in andere Planeten, die auch unsere Hilfe bedürfen für den Umweltschutz, Tobi. Ja, wenn du dann ganz nach oben baust in den Weltraum, bist du bei Astrini angekommen. Huch! Hä, jetzt ist das auf einmal hier erschienen? Hä? Das war schon die ganze Zeit da, Erik. Bis zur nächsten Folge, liebe Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis dahin. Und tschüss.